Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Treibstoff fürs Gehirn, ein metaphysisches Amüsgöl zum Neumond, diesmal im Skorpion und zwar am 13.11. um 10:27 Uhr haben wir exakt Neumond und haben damit auch vielleicht schon das Wochenende eine gewisse Unruhe und Ungeduld in uns gespürt. Denn wir haben nicht nur den Neumond in Skorpion, sondern wir befinden uns natürlich aktuell auch in der Skorpionzeit. Der November ist immer so ein bisschen herausfordernd, nicht nur, weil wir mit mehr Dunkelheit zu tun haben, also dass es eben so früh dunkel wird und per se schon auf die Stimmung drückt, sondern wir haben mit Skorpion Energie aus der Astrologie auch immer so ein bisschen das Gefühl, wir würden ein bisschen sterben und müssten ein bisschen Platz machen für etwas Neues. So, und mit diesem Neumond im Skorpion am heutigen Tage, nämlich am 13.11., haben wir eine geballte, es muss etwas sterben, Energie. Und wir fühlen uns, oder man kann gerade diese Neu- und Vollmondenergie immer schon ein paar Tage vorher spüren und ein paar Tage auch danach. Also es wirkt nicht nur immer direkt an diesem Tag, sondern tatsächlich immer schon 2, 3 Tage vorher und auch 2, 3 Tage danach. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, für mich ist immer das Entscheidende, was danach passiert, sowohl beim Voll- als auch beim Neumond. Ja, aber da ist da jeder anders empfänglich für. Wir haben zudem, dass wir die Sonne in Skorpion haben und den Mond jetzt in Skorpion, auch noch den Mars in Skorpion. Und was wir als besondere Herausforderung bei diesem Neumond haben, ist, dass wir eine Opposition, dass der Mond eine Opposition bildet mit dem Uranus. So, und der Uranus ist ja immer unser Systemsprenger, ja. Das ist immer der, ich sag mal, Rock'n'Roll-Star unter den ganzen Planeten, der so ein bisschen eskaliert, impulsiv ist und ja, auch als Systemsprenger gilt. Und aktuell befindet sich der rückläufige Uranus im Zeichen Stier. Und da kannst du sicherlich auch in deinem Geburtshoroskop mal schauen, in welchem Haus, welches Haus betrifft es bei dir. Immer da, wo der Uranus gerade aktiv ist, sprengt er Grenzen. So, und in Kombination mit der Skorpionenergie, die immer für Tod und Neugeburt steht, für Transformation, für Mystisches, für Dunkelheit, Schattenarbeit, ja, ich sage immer Keller aufräumen, ne? Den Seelenkeller aufräumen. Da haben wir, wenn wir das mit Uranus in Opposition haben, also als Gegenspieler, ne, immer eine ganze Menge Wumms drin. So, und da sich das tatsächlich bei mir in meinem Haus 10 alles abspielt, bin ich noch gespannt, was jetzt so diese Woche alles so auf mich zukommt. Ich habe eine sehr spannende Woche vor mir. Ich habe ein sehr spannendes Wochenende hinter mir. Und was kannst du jetzt mit dieser Energie für dich anstellen? Also schau einmal in dein Horoskop auf jeden Fall. Das kannst du bei astro.com kostenfrei herunterladen und kannst dir dann die Transite mit anklicken und dann siehst du quasi, in welchem Haus gerade der Uranus bei dir aktiv ist und wo natürlich auch der Mond gerade bei dir aktiv ist. Wo sitzt der Skorpion und welche beiden Themen stehen gerade so extrem auf Spannung? Auch rückblickend auf die Eclipse-Season, die wir im Oktober hatten, ne, vom 14.10. bis zum 28.10., kann man dort jetzt rund um den Neumond nochmal reflektieren und sagen, was ist eigentlich in der Eclipse-Season passiert? Das ist so auch so ein bisschen Fokusthema dieses Neumonds. Beim Neumond haben wir ja immer das Thema, dass wir sagen, neue Intentionen setzen, manifestieren, neue Ziele stecken, und vielleicht auch mal einen anderen Weg einschlagen. Und gerade mit so viel Skorpionenergie durch Mars, Sonne und Mond haben wir gleich drei Antreiber, die für Transformation stehen. Also Veränderung ist das Ober- oder der Oberbegriff natürlich auch für diesen Neumond. Und mit Verbindung der Eclipse-Season, die wir eben im Oktober hatten, weißt du relativ gut, welchen Lebensbereich du jetzt gerade ein bisschen aufräumen darfst. Denn diese Kombination jetzt auch zum Neumond bringt dich an den Punkt,
dass du dir einfach die Frage stellen kannst, was willst du eigentlich mehr als alles andere? Also es ist eine gute Zeit, um sich auch selbst die unangenehmen Fragen zu stellen. Und wenn du den, so wie ich, in dem Bereich Haus 10 hast, ist vielleicht eine mögliche Frage, ist das, was ich in der Öffentlichkeit darstelle oder das, was ich in der Öffentlichkeit sehe oder das Karrierehaus, ne, ich nenne es auch immer gerne das Karrierehaus, ist das Karrierehaus noch das, was du willst? Ist es das, wo du hin willst? Kannst du dort auch ein Systeme, Grenzen, Ketten sprengen? Und was muss sterben? An alten Gewohnheiten, an Überzeugungen, an ja, vielleicht auch an Umfeld, damit du das erreichen kannst, wovon du eigentlich vielleicht schon immer träumst. Und welche vor allen Dingen inneren Themen darfst du nun auflösen, deine eigenen Begrenzungen, damit du auch ans Ziel kommst? Also hier gilt es wieder sehr, sehr viel aufzuschreiben um diesen Neumond herum und auch mal zu schauen, wo hast du vielleicht auch ein Trauma oder eine, ja, eine Überzeugung, die du schon seit Jahren mitschlörst, die du jetzt aber mit dieser sehr Rock'n'Roll-Energie vielleicht auch sehr mutig ja, transformieren kannst. Ne? Also es geht auch hierbei bei diesem Neumond wieder darum, Mut zu zeigen, sich seiner Ängste zu stellen, seiner, ja, seiner Probleme, seiner Herausforderungen zu stellen. Und ja, es gibt eben den Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist ein durchaus eine Phrase, die ich hier jetzt in den Raum schmeißen kann, die gerade um diesen Neumond herum wichtig ist. Es geht darum, sich mit den Ängsten frontal auch wirklich auseinanderzusetzen. Je nach Gusto tust du das entweder in einer sehr lauten Umgebung oder in einer sehr zurückgezogenen Umgebung. Ich sage immer dazu, ich brauche immer ein bisschen Zeit für mich, ich brauche ein bisschen Abstand, um selber für meine Themen in die Metaebene zu gehen. Und da ist es so, dass man dann sehr gut sehen kann, was funktioniert vielleicht nicht mehr in deinem Leben. So. Wir erkennen bei solchen Reflexionsarbeiten und gerade in dieser Energie dann sehr gut, was habe ich auch vielleicht gerade mit dem Skorpion, ne, so aus der Ahnenlinie mitgenommen, was habe ich an Überzeugung auch in der Familie mitgenommen. Und wenn du sowieso sehr viel Skorpionanteile in deinem Geburtschart hast, wirst du auf der einen Seite diese Zeit gerade lieben, weil das ist für dich dann normal, ja, dass hier immer so viel in Bewegung, in Transformation ist und in so viel, das kann weg, das kann neu. Aber du wirst auch mit dieser Skorpion-Energie im Moment so das Gefühl dann haben, okay, ich bin mal wieder das schwarze Schaf der Familie, ich will es schon wieder anders machen als die anderen. Man ist so der Sonderling und vielleicht ist man auch so ein bisschen crazy. Und ja, wenn du das Gefühl hast mit dieser Skorpion-Energie, glaube ich, bist du schon auf einem ganz guten Weg, um da auch für dich deine Reflexionsarbeit durchzuführen. Also wieder mal wichtig, wie gesagt, ist die Eclipse-Season und eigentlich auch all das, was wir emotional so sehen, den Sommer über mitgemacht haben. Also da ist vielleicht auch nochmal drauf zu achten, was ist eigentlich so die letzten, ja, 6 Monate passiert. Welche Begegnungen hattest du? Welche Gespräche hattest du? Was hat dich vielleicht neu denken lassen? Wo hast du auf einmal eine Aufmerksamkeit drauf bekommen, wo du gedacht hast, Mensch, eigentlich wolltest du das schon immer machen, aber hast du dich nicht getraut? Jetzt mit dem Mars auch in Skorpion, der dir nochmal den richtigen Schub gibt, hast du vielleicht die Möglichkeit, jetzt Systeme zu sprengen. Auch wenn ich den Uranus, ich persönlich sehr liebe und sage, wir sprengen die Ketten und gehen nach vorne, ist dort natürlich auch immer noch so ein bisschen einmal kurz nachdenken angesagt. In der aktuellen Neumondphase neigt man doch sehr dazu, sehr impulsiv zu handeln. Ne? Das ist der Uranus, der so richtig jetzt mit dem Mond in Skorpion zusammenballert und
Guck, ob es wirklich deinem langfristigen Ziel dient. Und wie bei allen Voll- und Neumonden gilt dann auch immer so ein bisschen das Gucken auf die kollektive Mondknotenachse. Die ist ja im Juli tatsächlich gewandelt oder hat sich gewandelt. Und deshalb haben wir gerade diesen November bei diesem Neumond auch nochmal das Thema Beziehungen. Und damit gehe ich nicht nur auf Beziehungen mit dem einen Partner ein oder der Partnerin, sondern welche Beziehungen sind in deinem Leben noch dienlich? Und da ich diese Videos auch immer mache mit dem leichten Business-Anteil, dass wir sagen, okay, Karriere, ist das noch der richtige Weg, den du gehst? Kannst du mit dem, was du jetzt machst, ist das, was du vielleicht auch die nächsten 5 bis 10 Jahre machen willst, oder musst du irgendetwas tun? Darf jetzt irgendetwas sterben? Darf etwas Neues begonnen werden, damit du deinem Ziel, keine Ahnung, mit 50 in Rente gehen oder so, ob du dem Ziel einfach schneller oder anders entgegenläufst? Kann da etwas in deinem Leben verändert werden? Wenn es sich auf Familienthemen bezieht, da auch mal zu gucken, ja, Familie ist Familie und die ist wichtig, aber bin ich vielleicht auch in manchen Konstrukten einfach gefangen, weil 10 Leute aus meiner Familie sagen, wir müssen links rum, du willst eigentlich ganz gerne rechts rum, was kannst du jetzt tun, um links und rechts irgendwie hinzubekommen, dass du da auch nicht zwangsläufig zum extremen Systemsprenger wirst, aber vielleicht doch aus den Konventionen der eigenen Familie ausbrechen kannst. Dann guckst du auf die Beziehung vielleicht mit Freunden, im Business, auf Partnerschaften. Sind die noch stimmig mit deinen ureigensten ja, Ideen und Zielen, Vorgaben, die du dir selber gemacht hast? Kann da etwas verändert werden? Muss vielleicht auch was komplett sterben? Also gibt es vielleicht auch Themenbereiche in der Selbstständigkeit, wo du sagst, habe ich immer dran festgehalten, aber so richtig ist das nichts für mich. Ja, ich mache das wohl mal, aber es macht mir keinen Spaß mehr oder es bringt mir nicht genügend, ja, Output, kann ich vielleicht das ein oder andere Thema sterben lassen? Ich habe es damals, das war auch, ich glaube, auch Ende des Jahres. Ich habe unwahrscheinlich viel Spaß zum Beispiel am Datenschutz gehabt, und musste irgendwann die Entscheidung treffen, mache ich das noch oder mache ich das nicht. Zu der Zeit, als ich das gemacht habe, zum Beispiel war es so, dass wir, ja, dass zwar der Bedarf grundsätzlich bei Unternehmen da war, aber naja, ne? Das ist so ein Thema, da will ich jeder ran. Und meine Investitionen wären zu groß gewesen, dieses Wissen, dieses Know-how einfach immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Deshalb habe ich mich damals entschieden, diesen Zopf abzuschneiden und zu sagen, nee, also ja, kann ich, aber biete ich nicht mehr an. So, und so gilt es natürlich auch, und das die nicht zu vergessen, natürlich auch in Beziehungen wie Ehe, ne, dass man als Paar zusammen ist, sind da noch die, ist das noch das, was du willst? Ist es das, wo ihr beide noch miteinander schwingt? Kann man dort auch etwas ändern? Hat sich irgendwas jetzt gerade in den letzten halben Jahr verändert? Kann man da sagen, okay, wir müssen vielleicht auch ein Teil unseres Seins sterben lassen, um Chance zu haben, dass beide zu ihrem Recht kommen und neue Wege gehen, die vielleicht vor 5 Jahren noch gar nicht denkbar waren, um mit dieser Beziehung einfach weiter auf Kurs zu bleiben. All diese Fragen sind jetzt rund um diesen Neumond sehr, sehr wichtig. Ne? Wir haben die Mondknotenachse im Kopf mit dem Weg. Welche Beziehungen sind uns dienlich, ne, zu meinem nördlichen Mondknoten? Wir haben natürlich das Thema überhaupt Transformation im November immer vorne an. Und welche Intention kann ich nach diesem emotionalen, sehr intensiven letzten halben Jahr eigentlich, welche Intention kann ich setzen? Denn dieser Neumond jetzt am 13.11. dient wirklich einer wirklich starken Manifestation. Hier ist es möglich, weil man gerade
so ein Gefühl von, ach, ich mache es jetzt einfach. Mit diesem Gefühl kann man einfach sein eigenes System sprengen, seine eigenen Leitplanken groß machen. Und in Kombination mit der Schattenarbeit, die man da macht, mit der Skorpionenergie, ist es eben möglich, gerade jetzt wirklich neue Wege einzuschlagen. Es hilft halt nicht nur drüber zu schwadronieren, wie ich so gerne sage, und nur aufzuschreiben, ne? Sondern ich darf dann auch gucken, wenn ich diese neuen Ziele, wenn ich diese Dinge manifestieren möchte, wie kriege ich sie in meinen Alltag dann gut eingebunden, um einfach auch neue Dinge zu tun. Ja, also führe ich das Telefonat, was ich schon immer führen wollte? Bin ich mutig genug, vielleicht den Kunden anzurufen? Bin ich mutig genug, auch zu sagen, ich entscheide mich für die Seite im Business und nicht für die? Bin ich mutig genug, vielleicht auch in der Partnerschaft einen neuen Weg einzuschlagen? Bin ich mutig genug, meiner Familie zu sagen, ich habe euch echt lieb und ich mag euch und ich mag auch gerne zu euch kommen, aber ich mache es trotzdem anders. So, also du hast jetzt mit diesem Neumond absolut die Möglichkeit, aus dem Schatten herauszutreten in das Licht. Aber wir wissen so oft, wenn so ein Fass voll ist, muss ich erstmal was vom Fass ablassen, um wieder was Neues reinzufüllen. Und ja, deshalb ist die Frage unter Skorpion immer, was muss sterben, damit was Neues beginnen kann. Und ja, ich habe es so schön, ich habe es irgendwo gelesen, der Uranus als Rebell trifft auf Mars den Krieger oder den Held. Und da beide ja jetzt in Skorpion sind und dich quasi dabei unterstützen, go for it. Also ich muss schon sagen, im Moment sind wieder starke Einflüsse in diesem Neumond. Eigentlich haben wir mal den Vollmond, so den viele mitbekommen. Viele sagen dann, ich kann nicht gut schlafen, es ist so hell und irgendwas ist anders. Ne? Ich sage auch manchmal so schön, na, da steht schon wieder der Mond schief, damit, wenn irgendwie alle durchdrehen. Das ist eher um den Vollmond herum. Und diesmal tatsächlich auch mit diesem Neumond, das der erste Neumond nach der Eclipse-Season, der dich einfach auffordert, dort in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, wo kann ich jetzt neue Ziele setzen? So, und vielleicht habe ich hier noch ein paar Fragen für dich, die dir helfen, auch in die Reflexionsarbeit zu gehen. Also welche Gedanken, Gefühle sind im Moment am Werk bei dir? Was beschäftigt dich? Also wo geht dein Gedankenkarussell gerade immer drumherum? Also was ist quasi das Erste und das Letzte, woran du denkst, wenn du ins Bett gehst? Ist es die Arbeit? Ist es die Familie? Ist es die Partnerschaft? Ist es was ganz anderes, dein Traum, dass du irgendwo irgendeine Traumreise machst? Das sind so Dinge, achte mal drauf, gerade die nächsten Tage. Was sind die Gedanken, worum sich das immer kreist? Bist du wirklich in deiner Kraft? Also tust du all das, was du wirklich kannst, um deine Ziele zu erreichen? Oder lässt du dich gerade vom Außen, und egal was das Außen ist, lässt du dich gerade sehr lenken, weil andere natürlich auch in so einem Struggle im Moment sind. Und wenn du zum People-Pleasing neigst, kann es wieder sein, dass du sehr viel bei den anderen bist. Aber es geht jetzt gerade darum, bei diesem Neumond darum auch zu gucken, wo ist bei dir dein Schatten? Wo kannst du vielleicht Dinge in deinem System aufsprengen? Deshalb achte darauf, dass du bei dir bleibst und nicht so viel im Außen bist. Nicht in so einer Bullshit-Ego-Nummer, aber schon so, setz Grenzen. Ne? Also setz auch gerade in dieser Woche Grenzen und guck, hast du alles getan dafür? Hast du sei ehrlich zu dir selbst, hast du wirklich alles dafür getan, deinen Zielen näher zu kommen? Und vielleicht wird dir die ein oder andere Idee kommen, dass du sagst, vielleicht habe ich mich hier und da nochmal zurückgehalten, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich Schiss hatte, weil ich nicht den Mut hatte. Dann wird es Zeit, mit der Systemsprenger-Energie tatsächlich nach vorne zu gehen. Dann, wie kannst du vielleicht auch um dich rum, dein Haus, deine Wohnung, dein Aufenthaltsort, wo du viel bist, wie kannst du es so gestalten, dass du auch tatsächlich nicht immer hasig wirst?
Also, was meine ich damit? Man sagt ja, wie im Außen, so im Innen, ne? Also wenn eine unaufgeräumte Wohnung da ist, gibt es ja ganz schnell die Assoziation dazu, oh, bei dir ist auch viel Chaos innen drin los. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, denn es kommt drauf an. Wenn du aber sagst, ich mag es eigentlich total gerne aufgeräumt und dass es alles irgendwie seinen Platz hat und dann ist bei dir sehr viel Unordnung und das macht dich zusätzlich jetzt noch nervös, dann sehe auch zu, dass du in den nächsten Tagen einfach auch um dich rum eine Ordnung hast. Wenn dich das Chaos nicht stört, dann lass es so, wenn du dich damit wohlfühlst. Aber guck darauf, dass dein Außen dich nicht zu sehr ablenkt davon, was eigentlich deine Schattenthemen sind, was eigentlich da im Keller schwelt und welcher Karton schon jahrelang im Keller steht und eigentlich aufgemacht werden will. So, du kannst, ich bin ja auch so eine kleine Räuchereule, ne? So, also ist ja nicht so, dass ich hier nur solche Videos mache und mich dazu belese oder auch Dinge praktiziere. Was praktiziere ich sehr, sehr häufig? Räuchern. Ich räuchere regelmäßig mein Büro aus, ich räuchere regelmäßig die Wohnung aus oder das Haus oder Geräte. Da bin ich sehr aktiv. Im Winter noch tatsächlich noch ein bisschen mehr als im Sommer. Aber ich habe da so meine Rituale zu, wann ich wie räuchere und wann mir danach ist. Kann dir vielleicht jetzt auch helfen zu diesem Neumond, dass du einfach ein bisschen was für dich tust oder für deine Umgebung tust und ja, auf jeden Fall in die Innenschau gehst und rotzeehrlich zu dir bist. Du wirst so ein bisschen impulsiv, also du wirst quasi so ein bisschen leichtsinnige Gedanken vielleicht haben. Na, Uranus ist ja auch Herrscher von Wassermann, so und auch wenn Uranus gerade in Stier steht, schwingt natürlich die Wassermann-Energie mit und Wassermann ist immer die Steve Jobs-Energie, so wie ich sie nenne. Die ist immer sehr innovativ und sie mag im ersten Impuls, ne, sehr impulsiv, sie mag im ersten Impuls manchmal so ein bisschen unüberlegt wirken. Das ist gut so. Weil diese Unüberlegtheit des Wassermanns, dieser Uranus-Energie, sorgt gerade dafür, dass du vielleicht gerade über eine Klippe rüberkommst, wo du sonst nicht rüberkommst, weil du einfach zu viel Angst davor hast. Und diesen Leichtsinn, der da quasi, der Leichtsinn in Anführungsstrichen, der da gerade mitschwingt, auch in dieser Opposition Mond und Uranus, ja, der kann dir neue Möglichkeiten ermöglichen. Neue Möglichkeiten ermöglichen. Oh, schön doppelt gemoppelt. Kann dir auf jeden Fall helfen, dann auch in die Transformation reinzukommen. Ja, es sind mutige Dinge. Ich habe mutige Dinge beobachtet dieses Wochenende. Ich selber habe auch mutige Dinge angestoßen. Und ich glaube, weil der Neumond wirkt ja bei mir immer danach. Ich glaube, der Gedanke ist jetzt reif genug, um auch mutige Dinge nochmal bei mir in meinem Brett anzugehen. Die Woche steht auf jeden Fall definitiv auf diese auf Zeichen, ja, jetzt Rock'n'Roll. Eine sehr herausfordernde Woche für mich, beruflich wie auch privat. Und ja. Ich wünsche dir einfach eine wirklich gute Zeit jetzt diese Woche, dass du wirklich richtig geile Sachen manifestierst in deinem Leben und dann auch zusiehst, dass du in Wallung kommst. Ne? Wie gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und mach den Anruf, schreib die Nachricht, sag, was du wirklich willst. Also halt nicht hinter dem Berg. Ja, also nutze jetzt die Chance des leichtsinnigen Uranuses, deine Angst zu überwinden. Und das Schönste, was du dann kriegen kannst, ist dann Klarheit. Und Klarheit sorgt immer auch für Heilung. Also wenn du immer nur hätte, hätte, Fahrradkette im Kopf machst, ne? Also hätte ich doch diesen Anruf gemacht oder hätte ich doch damals mehr Mut gehabt oder hätte, hätte, hätte. Ich habe jetzt gerade gestern ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin gehabt und die hat mich auch wieder daran erinnert, zu sagen, naja, du weißt ja auch,
Wir bereuen immer nur die Dinge, die wir nicht getan haben, aber eigentlich nie die Dinge, die wir getan haben. Oder weniger zumindest. Und deshalb ermutige ich euch, um diesen Neumond einfach Systeme zu sprengen, etwas sterben zu lassen, gute Schattenarbeit zu machen und neue Ziele zu setzen. Und zumindest die Astrologie wird euch dabei unterstützen. Und wenn du dein Popis auch noch hochkriegst, dann wird das was. Und wenn du sagst, den Popis kriege ich nicht ganz alleine hoch, dann gibt es natürlich auch immer noch Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, entweder über Familie, Freunde oder über Menschen wie mich, die dann bei dem ganzen Mindset-Themen durchaus auch unterstützen. Da würden wir natürlich nicht nur Walla Walla besprechen, sondern klare Kante machen mit dem, wo du gerade stehst und was du für Ziele setzen kannst. Also, wenn du da Interesse hast, melde dich auch gerne. Du findest meine Kontaktdaten unter diesem Video. Auch den Link zu dem kostenfreien Astrochart bei astro.com kannst du dir unter diesem Video anschauen, anhören, wollte gerade sagen, anklicken und dann kannst du dir deinen Chart erstellen. Und wenn du noch mehr Auswertung haben möchtest, auch in dem metaphysischen Bereich, habe ich natürlich auch die entsprechenden Angebote auf Elopage. So kannst du dir ein Astro Speed Date buchen, wo wir deinen Geburtschart auch in der Tiefe einmal durchgehen. Oder wenn du sagst, ich hätte wohl ganz gerne auch so ein bisschen was von Human Design und Gene Keys und ich würde gerne auch im Bereich Business mit dem Fokus Business oder Führung, Selbstständigkeit, auch nochmal ein bisschen draufschauen. Oder was ich auch sehr häufig mache, ist, dass ich mir solche Charts angucke in Form von Beziehungen, also nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch Geschäftsbeziehungen, zu sagen, kann ich in so einem Paar-Reading, so nenne ich das auch, in einem Paar-Reading, kann ich da auch helfen, die Kommunikation einfach zu verbessern. Ne? Er sagt, er versteht. Er versteht, damit koppelt er zurück das. Oder sie, ne? Er, sie, es, wie auch immer. Aber wenn ihr zu zweit seid und sagt, oh, wir haben hier irgendwie, wir, es hakt bei uns in der Kommunikation, auch dazu findest du den Link unter diesem Video. Und ja, habt den Mut, einfach genau hinzuschauen. Du weißt eigentlich genau, wo du hinschauen musst. Und wenn es mit einer anderen Person zu tun hat, sei mutig genug, die Person anzusprechen oder das Ding endlich zu machen, was du eigentlich schon seit Wochen im Kopf hast. In diesem Sinne, wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne, kommentiere auch gerne dieses Video, like dieses Video und abonniere auch gerne meinen Kanal. Bald werden auch Business-Podcast-Folgen wieder hochgeladen, nicht nur diese beiden Voll- und Neumond-Videos. Und ich freue mich, wenn ich auf eure Fragen auch eingehen kann. In diesem Sinne, einen schönen Neumond im Skorpion mit Uranus in Opposition und dem Mars ebenfalls in dem Transformationsmodus. I love it. Bis zum nächsten Mal zum Vollmond auf diesem Kanal, zum metaphysischen Amüsgel. Eine schöne Woche für dich und bis zum nächsten Mal. Eure Janine.